Willkommen zurück zum neuen Heimspiel, diesmal mit einem neuen Intro und zwar wieder einem, das ich eingesendet bekommen habe. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal durchrotieren und am Ende, wenn ich dann irgendwie mal alle mal gezeigt habe, dann gibt es eine Abstimmung und ihr entscheidet, welches Intro reinkommt bei Heimspiel. Und ja, ich habe das mitbekommen letzte Woche, der Marvin Stute hatte das Intro ja gebastelt und von Audio Jungle einen Soundfile benutzt. Wir haben danach auch nochmal geschrieben, ich habe im Stress gar nicht mitbekommen, dass er mir das vorher schon gesagt hatte. Nur ist es zu spät, aber sollte dieses Intro irgendwann mal gewinnen, dann werden wir das Problem auf anderem Wege lösen. Lindsay Lohan, die schlechteste Schauspielerin der Welt, aka die einzige Frau, die es schafft, mit 25 schon so auszusehen, als wäre sie 95, befindet sich ja, wie wir alle wissen, in einem langwierigen Rechtsstreit mit Rockstar. Und jetzt hat sie völlig den Verstand verloren. Bisher ging es ja darum, dass Lindsay Lohan ihre Persönlichkeitsrechte verletzt gesehen hat, denn sie war der Meinung, dass eine Mission im Spiel, wo ihr als Spieler so einen auf Paparazzi machen müsst und ein Starlet verfolgt, das halt typische Starlet-Qualitäten aufweist, also eine Zicke ist und irgendwie ein Sextape aufnimmt und bei jeder passenden Gelegenheit herumblafft. Und Lindsay Lohan sah sich da kopiert. Warum wohl? Egal, ob das nun stimmt oder nicht, bisher gab es dafür keine treffenden Beweise, aber das ändert sich jetzt, denn Lindsay Lohan hat stichhaltige Beweise, denn nur 3 Jahre, nachdem die Posterkampagne von GTA online gegangen ist, hat sich Lindsay Lohan darauf jetzt wiedererkannt, denn die Pose, die ihr hier seht, mit der jungen Dame, die das Peace-Zeichen zeigt, das hat Lindsay Lohan schon viele Jahre zuvor erfunden. Ja, hättet ihr das gedacht? Bisher dachte ich, das ist einfach so entstanden. Ich werde jetzt, ehrlich gesagt, müsste ich jetzt mal auf Wikipedia gucken, aber diese Wikipedia-Einträge müssen geändert werden. Denn laut Klageschrift, die jetzt erneut eingereicht wurde, haben die Anwälte von Lindsay Lohan festgestellt, dass, und so der Wortlaut, die Klägerin das Peace-Zeichen schon viele Jahre zuvor benutzt hat, bevor GTA damit angefangen hat. Lindsay Lohan will GTA also nicht nur an den Kragen für die Ingame-Mission, sondern weil sie auf diesem Bild auch schon mal so dagestanden hat. Das heißt jetzt also, falls ihr ein Bild von euch findet, wo ihr auch das Peace-Zeichen macht, bitte wendet euch an Rockstar. Ihr könnt mehrere Millionen zusammenklagen oder einfach auch nur aus der Anwaltskanzlei geworfen werden. Je nachdem. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt und was Lindsay Lohan als nächstes ausgräbt, was GTA von ihr kopiert hat. Ich bin mir relativ sicher, dass Lindsay Lohan schon vor vielen Jahren mal gelaufen ist, Auto gefahren ist. Und sag mal, atmen die Figuren in GTA nicht auch? Ja, das ist ja wohl eine absolute Frechheit, die sich Rockstar da erlaubt. Nein! Viel mehr gab es diese Woche an außergewöhnlichen News nicht, deswegen kommen wir zu den Neuankündigungen und da gab es 2 Titel, die tatsächlich sehr, sehr spannend wirken, denn sie kommen beide von ehemaligen Bioshock-Entwicklern. Wir wissen ja alle, dass Irrational Games geschlossen wurde, denn Ken Levine macht jetzt was Eigenes, was Kleines, wie er sagt. Also haben sich die ehemaligen Mitarbeiter was Neues gesucht. Das erste Studio, was entstanden ist, nennt sich... Mann, ich bin wieder so schlecht informiert, das gibt's doch überhaupt nicht. Meine Güte. So, hat keiner mitgekriegt. Day for Night Games heißt das neue Studio, was sich formiert hat aus eben ehemaligen Irrational Games Mitarbeitern. Und die machen jetzt ein Spiel, das verdächtig stark nach Bioshock tatsächlich auch aussieht. Es wirkt auf mich tatsächlich auch so, als würden sie dieselbe Engine benutzen. The Black Glove versucht gerade auf Kickstarter 550.000 US-Dollar zusammenzusammeln, damit dieses Spiel vom Stapel gehen kann. Und ich persönlich finde das sehr, sehr interessant. Darin geht es um einen Typen, der einen schwarzen Handschuh hat und in einem Theater Künstlern auf die Spur helfen muss. Dafür reist man dann sogar in die Vergangenheit und muss Rätsel lösen etc. etc. Klingt ziemlich weird und scheint auch so ein paar der Backer oder beziehungsweise der Nicht-Backer verunsichert zu haben. Denn bisher steht das Projekt, was ja eigentlich relativ prestigeträchtig ist, nur bei 88.000 US-Dollar. Ich sage nur, denn bisher kriegt das Ding relativ gute Coverage, wird auch auf Kotaku oder Polygon erwähnt, hat aber noch nicht viel Geld eingenommen. Würde ich dem Spiel aber wünschen, weil ich von den kreativen Mannen hinter Bioshock unbedingt mehr sehen möchte. Und das hier sieht ehrlich gesagt nicht schlecht aus. Und dann gibt es noch The Flame in the Flood. Das kommt vom ehemaligen Art Director von Bioshock. Und das sieht man zumindest so ein bisschen, zumindest wenn man auf die künstlerische Gestaltung der Spielwelt achtet. Das Ding versucht sich auch gerade auf Kickstarter zu finanzieren, möchte 150.000 US-Dollar und wird ein Spiel, wo ihr einen kleinen Jungen spielt, der mit seinem Hund
durch ein überflutetes Gebiet reisen muss. Es ist ein Survival-Spiel, wo ihr Kreaturen der Nacht ausweichen müsst, wo ihr versuchen müsst, mit Flößen über das Wasser zu kommen, wo ihr Gegenstände sammeln müsst und darauf achtet, nicht zu verhungern. Klingt auch sehr spannend, sieht tatsächlich noch ein bisschen niedlicher aus als The Black Love, könnte von daher sogar noch cooler werden und mit $150.000 ist das ja sogar noch ein Schnäppchen. So, und jetzt kommen wir zu den Reviews. Wir fangen an mit The Vanishing of Ethan Carter. Das habe ich gespielt. Kostet rund 20 Euro. Das Ding macht gerade die Runde, weil es vor allen Dingen richtig, richtig gut aussieht. Wer Dear Esther gespielt hat zum Beispiel oder einen dieser typischen Horror-Rätseltitel der letzten Jahre, der wird sich da drin gleich zurechtfinden. Wobei The Vanishing of Ethan Carter kein Horrortitel ist. Das könnt ihr euch gleich abschminken. Es ist eher ein Spiel, das versucht, mit seiner Atmosphäre zu punkten. Weil ihr als Detektiv in eine Spielwelt hineingeworfen werdet, die euch überhaupt nicht an die Hand nimmt. Stattdessen sucht ihr euch quasi durch diese wirklich wunderschönen Umgebungen durch. In der Spielwelt findet ihr dann kleine Details, wie das kann auch mal ein abgebrochener Zweig oder ein Stein sein, und mit denen könnt ihr dann Verbrechen nachempfinden, um euch dann quasi zu der Lösung durchzurätseln, wo ist denn nun der namensgebende Ethan Carter. Mein Problem mit dem Spiel war so ein bisschen, dass das ja, es fühlt sich ganz oft wie ein Grafikblender an, denn die Spielwelt, die ist zwar groß und wunderschön, aber sie ist auch sehr, sehr leer. Man verläuft sich da ganz gerne drin und man neigt dann irgendwann dazu, wirklich alles abzusuchen. Denn tatsächlich ist es so, dass die Gegenstände, mit denen man interagieren kann, die heben sich nicht großartig ab, beziehungsweise tun es erst dann, wenn man direkt vor ihnen steht. Deswegen habe ich da wirklich die Wälder abgegrast. Das war so ein bisschen wie digitale Schnitzeljagd und hat mich nicht ganz so gefesselt. Für The Vanishing of Ethan Carter gibt es 7 von 10 Punkten, denn das Ding hat eine schöne Atmosphäre, ist aber relativ gemächlich erzählt. Man muss sich darauf einlassen können, dass es hier darum geht, eine Spielwelt zu erkunden und in eine Stimmung einzutauchen und nicht mit irgendwelchen Bombasteffekten oder Erzählungen erdrückt zu werden. Für 20 Euro kann man das aber mal machen. So, und dann habe ich das gespielt, endlich. Alien Isolation ist endlich angekommen und ich bin ja ein riesen Alien-Fan. Von daher konnte ich das kaum erwarten, das zu spielen. Und in den vorherigen Versionen, die ich schon mal antesten konnte, hatte sich ja so eine gewisse Skepsis bei mir festgesetzt, weil ich nie so richtig wusste, wo ist denn das Alien? Weil eine richtige Anzeige dafür fehlt. Der Motion Tracker, den man benutzen kann, der ist dafür viel zu ungenau und funktioniert leider auch durch Wände hindurch. Das heißt, wenn er anschlägt, kann es auch sein, dass gerade einer im Stockwerk über euch hinwegläuft und du sitzt dann aber gerade da und kaust unter dem Bett. Und dann gibt es wieder Situationen, wo du eigentlich gar nichts dafür kannst, dass das Alien auf einmal hinter dir auftaucht. Das sind aber die wenigen Momente, die das Spiel so ein bisschen frustig werden lassen. Ansonsten hat das mit so die beste Atmosphäre, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich muss sagen, der Hauptcharakter in diesem Spiel ist nicht das Alien und ist auch nicht Amanda Ripley, sondern ist das Sounddesign. Ein absoluter Wahnsinn, was auf diesem Schiff los ist, auf der Sevastopol. Sie haben zum Teil die exakten Originalsounds aus dem Film benutzt und das ist einfach, also für mich als Fan der Reihe ist das ein absoluter Nostalgietrip und es ist auch vor allen Dingen toll abgemischt. Die Musik setzt immer genau dann ein, wenn irgendwas Spannendes passiert. Du hast Rohre, die knarzen und es ist nicht so aufgesetzt wie in so vielen Horrorfilmen, sondern ist genau pointiert eingesetzt und passt perfekt auch zur Lichtstimmung. Ich bin jetzt gerade erst zur Hälfte durch. Ich habe gehört, dass in der zweiten Hälfte das Ganze sich nochmal arg strecken soll. Das Spiel ist wohl zu lang, beziehungsweise hätte früher zu Ende sein können. Und man muss sagen, es dauert schon auch eine ganze Weile, bis das Alien da ist. Und tatsächlich ist es jetzt auch gar nicht so erschreckend, wie man es jetzt einigen Trailern entnehmen konnte. Das hält als großer Bösewicht des Spiels nicht lange durch, muss man sagen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das am Ende des Spiels sein wird. Was mich bisher am Laufen hält, ist die unglaubliche Stimmung, ist halt das Level-Design, was auch fantastisch ist, was wirklich dem Film entnommen ist. Also für Fans der Filmreihe kann man da tatsächlich eine 8 von 10, vielleicht sogar eine 9 von 10 zücken. Ich kann, wie gesagt, noch keine finale Wertung geben, das sage ich euch nächste Woche bei Heimspiel. Bisher ist es für mich eine Kaufempfehlung und für Alien-Fans, die müssen zugreifen, kann man nicht anders sagen. Nächste Woche dann, wie gesagt, die Wertung
Und es gibt ein Review zu The Evil Within. The Evil Within kriege ich auch noch die Tage und das werde ich natürlich auch zocken. Da bin ich mal gespannt, was, wenn man die beiden Spiele nebeneinander hält, was ist denn da das Atmosphärischere, das Gruseligere? Und das erfahrt ihr nächste Woche bei Heimspiel. Bis dann, hier könnt ihr euch nochmal die letzte Folge angucken und ich bin raus.